Nach der kleinen Temperaturdelle vom Dienstag geht es jetzt mit den Temperaturen steil bergauf. Ja, man könnte fast meinen, das Jahr 2022 ist auf seine letzten Tage ein bisschen verwirrt und hat sich in der Jahreszeit vertan. Noch sind die Temperaturen relativ moderat, am Mittwoch mit 4 bis 13 Grad in der Spitze. Aber hier ist es nur deshalb so frisch im Bayerischen Wald und an der unteren Donau, weil es teilweise hier noch ein bisschen Nebel gibt in den Frühstunden. Ansonsten doch verbreitet in Deutschland so rund um die 10 Grad. Das ist natürlich deutlich zu mild für die Jahreszeit. Und das kommt daher, dass die Luft aus Westen bzw. Südwesten zu uns kommt. Mit atlantischen Tiefs ist es auch feucht. Vor allem in der Nordhälfte und in der Mitte fällt ein bisschen Regen. Im Süden kommt davon so gut wie nichts an. Ganz im Gegenteil, hier lockert es dann immer mehr auf und später zeigt sich die Sonne. Hier sehen wir nochmal ausschließlich den Niederschlag, wie er über Norddeutschland einmal von West nach Ost über uns hinwegzieht. Neben Wolken und Regen ist auch Wind ein Thema, vor allem rund um die Nordsee, Ostsee. Ansonsten im Landesinneren, vor allem auf den Hochlagen der Mittelgebirge, da bläst es teilweise stürmisch. Und schauen wir uns den Vormittag an, da liegt dieses Regengebiet etwa von der Ostsee bis zum Saarland. Weiter östlich ist es noch nicht da und im Süden ist es teilweise aufgelockert oder örtlich auch neblig. Am Nachmittag wird es in der gesamten Südwesthälfte und im Süden ziemlich freundlich mit Sonne und lockeren Wolken. Der Regen zieht ostwärts ab. Wie gesagt, der Wind frischt überall böig auf. Vor allem im Norden kommt noch ein bisschen Regen bzw. einzelne Schauer hinterher. Bei den Sonnenstunden sieht es eben so aus, dass wir im Norden und auch teilweise hier Richtung Erzgebirge Vogtland so gut wie gar keine Sonne bekommen. Deutlich freundlicher wird es dagegen hier im kompletten Süden mit immerhin 3 bis örtlich 5 Sonnenstunden am Alpenrand. Der Donnerstag bleibt insgesamt wechselhaft, dann kann es auch mal im Süden regnen und es wird noch milder. Bis zu 15 Grad sind am Oberrhein möglich.